Wieso mein Gott. Hier? Oh mein Gott, ich werde sterben. Oh mein Gott. Nein! Nein! Du Hund! Nein! Was ist los bei dir? Nein! Was? Der wurde vom genau Zombie erschlagen. Genau hinter mir ist ein Zombie gespawnt! Go, 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 Gadget. Verdammt, es ist dunkel. Soll ich mal kurz Tag machen? Nein. Okay. Hast recht. Hi, 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 hi. Hi. Oh mein Gott, ist das dunkel hier. Okay, das Ding ist... ja, Schaden ist an. Ja klar, erstmal mich schlagen. Ja, ist da. Aua! Schlag mich halt nicht. Eine schöne Welt. Oh, 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 oh. Hier ist, glaube ich, noch ein Creeper explodiert. Nee, das Loch war schon. Das war das, wo ich dann... Ah ja, stimmt. Da bist du mal kurz durchgesprungen. Okay, ja, dann erstmal Grundsachen vielleicht ein, zwei besorgen. Ich sehe die Ersten hier. Haha, das wird ein unfehlbarer Vorteil sein. Oben auch die Spitze abbauen, dann kriegen wir Settlings raus und der verwest ist sowieso. Das ist auch eine Regel, Bäume nicht schweben lassen. Ja, aber das sieht übelst aus. Brauchst du schon eine Werkbank? Oh, wie das hier aussieht. Oh, es gibt ja jetzt auch dieses Suche-Ding, ne? Wo man nach Materialien gleich suchen kann, links an der Seite, was man bauen will. Das ist interessant. Oh Gott, ich fühle mich so alt. Also ich habe eine Werkbank und ich habe schon Böcke. Gut, dann platziere sie mal. Deine schöne Werkbank. Schön. Mach ich mal. Mal Steuerung? Nee, mal Schiff. Ach, keine Ahnung. Was willst du machen? Nee, ich habe gerade überlegt. Oh Gott, ich muss bloß mir die Shortcuts mal wieder merken. Ah ja, nee. Schiff? Nee, war das Steuerung, wo man halt. Ah ja. Ach, rechts Mausklick war halt hier. Okay. Hat es Shift? Ah, und Shift war okay. Nee, ich versuch gerade zu rein, wie das alles so in mein Leben funktioniert. So. Ja, ich muss gerade mal gucken, wie ich an einen Bomben wieder rankomme. So. Ich baue dir gleich mal eine Spitzhacke, oder? Ja, ich hätte einfach jetzt kurz mal mit der Hand Stein abgebaut. Nee, das kriegst du ja nicht raus. Mein Freund. War nicht mehr? Nein, noch nie. Ja, dann werde ich wahrscheinlich tippen. Hier inne. Wir müssen nämlich aufpassen. Wir brauchen zwei Sachen dringend. Essen. Und ja. Ich baue vielleicht noch ein Holzschwert. Zwei. Weil ich höre schon Monster. Ja, hinter dir. Hier ein Schwert. Da liegt ein Schwert, sammelt's auf! Weg, du Otto! Gut. Okay, Ich muss trotzdem mal gucken, dass ich da oben an den Baum rankomme. Ich komme in die Erde. So. Ich baue mal noch ganz kurz eine Holzaxt. Oder zwei. Da haben wir ja mal alle Items. So, Schiff. Ah ja, Schiff war das. Wo bist du? Da bist du. Ja. Da ist noch einer. Ja. Gut. Wo wollen wir uns reinhauen? In die Erde. Beziehungsweise, wir hätten ja auch direkt eine Höhle, aber die geht schon verdammt tief runter. Nee, ich hätte jetzt erst mal. Weil vielleicht erstmal hier gerade in den Berg rein was oder so ähnlich. Dass wir vielleicht einen kleinen Schutz haben oder irgend sowas. Ja, ich hätte halt auch. Ich meine, da drüben geht's auch noch rein, aber dann extra da rüber zu schwimmen fürs Buddeln. Nee. Dann halt wirklich so irgendwie schauen, dass wir da an die Seite oder so reinkommen. Ich meine, hier ist auch noch ein Höhleneingang. Ja, aber der ist geflutet. Ja, aber ich meine, da kann man sich ja hier in die Seite reinbauen. Ja, aber da ist ja komplett wieder dann zu Ende. Also wir kommen nicht weit nach links.
musst du aufpassen, dass du durchbaust. Ich hole noch mal ein bisschen Holz. Und dann hier schon mal eine kleine Höhle aus. Jo, mach das. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Und Esel. Ah ja, das könnte ich schon mal besorgen. Hau du dich mal in die Erde rein? In die Erde rein. Erstmal runterplupsen. Ich hol mal kurz die Werkbank. Die kann man hier drüber bauen. Jo, hol die. So. Und dann, ja. Ja, dann das Ding. Den Ofen könntest du vielleicht auch schon bauen. Wenn du es da rein hast. Und, ach Mann, hier gibt es keine Felder. Ich glaube, Weizen besorgen wir mal lieber, wenn es hell ist. Ja, schon. Zuckerrohr gibt's in der Nähe. Mehr kannst du halt nicht essen, ne? Ja, ist richtig, aber trotzdem lecker schmecker. Ist ja kein Unding. So. Ihr bin da. Wow, ich habe Erfolg erzielt. Wir müssen aufpassen, habe ich nämlich schon Creeper gesehen. Hast schon eine Stein-Spitzhacke, ne? Mach ich gleich. Ich habe jetzt erstmal den Ofen. Gut, dann baue ich mir eine. Das Schöne ist ja, man kann ja jetzt auch Holz-Items verschüren. Das ging aber auch schon immer. Echt? Ja. Ging das schon immer? Okay, dann tue ich jetzt gleich mal meine Holz-Items weg. Das wollte ich nicht so machen. So. Blub. Holz-Items weg. Gut, dann können wir die verschüren. Dann den Ofen war doch einfach. Hab ich schon. Hast du schon. Gut. Bau vielleicht gleich einen zweiten. Oh, es wird Tag. Eine Kiste baue ich auch noch gleich. Dann hier daneben so eine Kiste. Auf der Seite baue ich nochmal eine große Kiste. Dann sind wir da schon mal gewappnet. Binde der dich. Schönes Texturpaket. So, dann hau ich mal kurz die Holz-Items rein. Das da. Gut. Ich besorg mal. Ich hole erstmal das Zuckerrohr und dann besorge ich mal kurz Essen. Okay. Versuch, dass ich irgendwo. Ah, wir hatten doch. Irgendwo hatten wir doch auch Kürbisse gesehen, oder nicht? Ja. Ja, dann gucken wir mal. Ich glaube, das Texturpaket. Oh, ist das schön. War glaube ich, wirklich ein Fehler. Schafe, die will ich nicht umbringen. Oh mein Gott, hier sind überall Löcher im Boden. Schafi, noch keine Angst haben. Sehr viel Sand, noch mehr Löcher im Boden. Da. Ui, wie viele! Alter, sind es viele. Guck mal her. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Alter. Wie selten spawnen Kürbisse. Ja. Okay. Gut. Da kriegen wir doch auch Kürbiskerne raus, ne? Ja. Gut, wir müssen dann denken, nicht alle zu verbrauchen, sondern auch welche wieder anzupflanzen. Nice. Fängt ja schon mal gut an. Also du kannst Kürbiskerne halt extrahieren aus denen. Ah, und man kriegt auch so welche raus. Ne, Weizenkörner habe ich raus. Ja, das ist, wenn du draus abbaust. Ich hab Schaf gehört. Ein Schaf haben wir, aber das würde ich nicht killen. Da hätte man noch eine Schere. Oh, ein Huhn haben wir auch. Müssen wir noch ein bisschen einbuddeln oder was? Nein! So,
Wir haben schon mal einen Huhn gefangen. Die Massentierhaltung ist gesichert. Ah, Kühe da hinten. Kühe, Kühe, Kühe. Nice. Vermehren können wir die natürlich auch nicht. Noch nicht. Brauchen wir Weizen. Wieder ein Loch hier? Jede Menge. Da könnte man ein paar schlachten. Aber eigentlich suche ich wirklich eine Grasebene oder sowas. Viel ist es noch. Viel, viel, viel Weizen bauen können. Aua! Sag dir mehr vor die Flinte! Genau! Was ein schöner Wald. Hier ist auch gleich ein riesiger Berg. Ich hoffe, dass du die Koordinaten gemerkt hast, wo unser Base ist. Null. Ziemlich genau bei null. Oh oh, ich kann nicht mehr rennen. Oh, ich habe Zuckerrohr noch gefunden. Nice. Ich glaube, ich werde vielleicht trotzdem mal ein, zwei Kühe fragen, ob wir ein bisschen was zu essen bekommen. Hättest du bestimmt nichts dagegen haben. Ne, hoffe ich. Ich lass mal zwei übrig. Oder drei. Oder vier. Ich habe eine Graslandschaft gefunden. Oh, nice, nice. Hau alles kurz und klein. Und ich habe nur vier Weizenkörner. Und noch ein paar Schafe. Schafe sind auch gut. Viele? Dann kannst du ein paar töten für Wolle. Drei Stück. Kläger sind dein Ermessen. So, hier sind drei Kühe. Ich habe drei Blumen gepflückt. Ich habe drei Blumen gepflückt. Okay. Wie sieht's bei dir hungertechnisch aus? Oh, drei Balken habe ich schon runter, aber. Okay. Drei! Ich hab schon mehr. Oh, ich bin halt Wine Arenos. Ich wieg halt nicht so viel wie du. Sag doch gleich, dass ich fett bin. Das hast du gesagt. Ah. Hättest du noch mehr Schafe? Ich hab noch mehr Schafe gefunden. Ich hab eine riesige, also wirklich eine gigantische Höhle gefunden. Ein riesiges Loch in der Erde einfach. Ich hab noch mehr Schafe gefunden. Edgar, tut mir leid. Und? Ach ne, es sind Pferde und ein Schwein. Ach ne, es sind noch Pferde. Schafe, Pferde. Schwein? Ja, Schwein habe ich auch hier. Zuckerrohr. Ja, dann Schweinchen, komm mal her. Ich habe noch ein paar Hühner gefunden. Nice, noch mehr Zuckerrohr. Gut. Dann besorge ich mal noch ein paar Schafe. Findest du das? Ich glaube, wir haben ein gutes Bion. Ich glaube, ich baue mir mal ganz kurz einen. Einen provisorischen Ofen, weil ich verhungere gerade. Beziehungsweise ich habe einen Steigbeulen. Meist das Zeug ins Feuer. Ich schmeiß lieber das Schwitzchen ins Feuer. Werkbank sollte ich auch immer gut dabei haben. Fleisch. Ach, Rinderfleisch und anschmeißen die Purée. So. Okay. Ich habe auch schon ein Ei eingesammelt. Kannst eigentlich schon fast einen Kürbiskuchen backen. Fällt jetzt ja, nur noch Milch, dann hast du alle Zutaten. Aber Zuckerrohr haben wir auch schon. Ja, ich würde dann halt bei der Base in der Nähe schon anfangen, da ein paar Tierchen da einzuzäunen. Ja, wie gesagt, Kühe sind an der Nähe, zwei Stück. Würde ich direkt einzäunen. Ja, ich schau mal, dass ich dann irgendwann mal hier eine Leine finde oder so. Hast du ein bisschen Weizen noch gefunden?
31 Körner. Nice, gut, dann können wir da auch gleich am Wasser was machen. Also ich habe eine ziemlich große Grasfläche gefunden. Nice. Und für das Problem, ich sehe halt auch sehr viel Wasser. Oh ne, ich sehe jetzt einen Berg. Okay, nevermind. Ne, weil ich habe auch hier in der Nähe direkt ein riesiges, einfach ein Loch gefunden, was einfach in der Erde ist. Alles voller Wasser hier und irgendwie riesige Löcher überall. Wenn man da rein plumpst, kommt man auch nie wieder raus. So, blablabla. Nehme ich mit. Mehr Kühe! So, Koordinaten, wo geht's nach Hause? 128. Okay, hier Richtung hier. Alter, das Riesen. Alter, da üben ist Kohle, aber das hole ich mir jetzt mal nicht. Brauchen wir dann früher oder später brauchen wir es aber. Ja, ja, früher oder später, allein, aber Ding ist. Wenn wir Betten bauen, brauchen wir Licht, weil sonst spawnen bei uns Viecher. Ja, ja, schon, aber ich gehe da jetzt nicht hin. Wir haben direkt bei uns eine Höhle, weil das ist, ja, über einen nicht gerade kleinen Abgrund. Ich guck mal in die Höhle nebenan. Wir müssen nur aufpassen wegen Schlaf und so. Ja, wegen den Phantoms. Ja. Oh, Gravel. Ich hab einen Stil bekommen, also Flint ist Stil hier, Feuerstein. Also wir können dann ein Feuerzeug bauen. Yo. Aber da muss ich sagen, das ist Texture Pack ein bisschen schwierig, was Gravel angeht. Wieso? Das ist schwer zu unterscheiden von normalem Dreck. Normalen Dreck. Von der Erde meinst du? Ja, ich merke jetzt, wo der Unterschied ist, aber. Von dem Laien her, keine Ahnung. Okay. Das ist einfach ein Erdblock mit wesentlich mehr weißen Flecken. Ui. Alter. Du musst mal zu unserer Ui. Wieso, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde sterben. Oh mein Gott. Nein. Nein. Du Hund. Nein. Was ist los bei dir? Nein. Was? Der wurde vom genau Zombie erschlagen. Genau, in dem ist ein Zombie gespawnt! Hab ich ein Glück! Hinter mir spawnt... Rache! Ja, blöd, der ist jetzt schon im Bett, ne? Aber, ja, ich bin ja direkt neben unserer Höhle gespawnt. Also wirklich direkt neben unserer Höhle. Der erste Tod auf diesem Server. Eigentlich nicht. Du weißt. Ja, doch. Offiziell ist es der erste. Offiziell, wow. Thanks. Opa, Alter, wie viel Gravel ist denn hier? Oh nein, nein, Creeper. Oh, hast du ganz vergessen, man hat ja auch eine Offhand. Ja. Sehr wichtig für andere Sachen. LOL. Creeper, bleibt mal bitte da hinten stehen. Papi muss kurz mal arbeiten. Spitzhacke. So. So. Blub. Oh mein Gott! Das ist doch Mayhem! Oh, es würde mich wirklich freuen, was ich hier gefunden habe. Oh! Erstmal alles hier ausbeuten. Ach du Scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? Also wir haben eine Art Atombunker. Einen gigantischen Atombunker. Leco mio. Das ist groß. Weißt du, Creeper? Ich brauche auf jeden Fall irgendwann mal Silk Torch. Krieg mal hin.